Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal, Channel und so Dings. Denn wir bauen heute richtig, wir bauen heute was. Wir haben jetzt gerade zwischen den Folgen uns ein bisschen unterhalten, dass Uranerz ja tatsächlich einfach eine mega hardcore, endgeile, überkrasse Geschichte ist, wenn wir das dann rausfinden, wo es ist. Uranium Mine. Okay, jetzt gucken wir mal, wo ist hier Uran? Gimme some Uran. Hier oben irgendwo. Hier muss das irgendwo sein. Hier müsste es irgendwo sein. Mal gucken, ob das hier besser zu entdecken ist. Oder vielleicht muss ich das forschen erst? Hier schaut es gut aus, ne? Hier wäre es auch gut. Das wäre sogar noch besser eigentlich. Weil hier bauen wir ja hin. Aber ich vermute, dass wir tatsächlich hier die Anzeige nicht kriegen. Dass hier die Anzeige im Eimer ist. Macht aber nichts. Aber wenn ich das hier so sehe, finde ich das tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Machen wir mal so. Und hier ein Uranium Processing Plant. So. Das macht Uranium Oxide, okay. Ach so, Moment. Moment, meine Lieben. Das ist natürlich Unsinn alles. Das ist richtig. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Wo haben wir's? Da war's wieder. Ah, jetzt. Okay, alles klar. Ich bin zu weit nach oben gekommen. Lass mal schnell schauen. Wo sind wir denn überhaupt hier richtig? Also hier hätten wir eine. Und hier drüben am Wasser hätten wir eine. Ach, zu weit oben noch? Da, okay, hier. Hier könnte man natürlich auch Uran bekommen. Das ist gar nicht mal so weit weg von dem, was wir eigentlich haben. Das wäre tatsächlich für uns jetzt gerade am besten, weil hier unten wollten wir ja eh hin. Und da hätten wir eine kurze Straße eigentlich darüber und hätten hier ein schönes Uran-Gerät. Lass mal gucken. Hier hätten wir viel Platz auch dafür. Aber das Problem ist, wir haben hier keinen Bagger, ne? Wir kommen hier mit nichts hin. Aber hier wäre es auch ähnlich gut. Hier haben wir nämlich eigentlich auch eine Straße in der Nähe. Das wäre sogar noch besser. Da könnte man es auch dann relativ schnell verkaufen von dort aus. Das ist tatsächlich gar nicht mal so dumm eigentlich. Können wir das hier irgendwo so reinpacken? Warte mal kurz, mit Rubel bauen. Das ist ja jetzt für unser Income eigentlich. Preis, wenn aus Rubeln finanziert. 185. Nee, Moment. Okay, das nehmen wir. Eins reicht mir erstmal. So. Irgendwas muss rein. Das muss hier rein, ja genau.
So. Dann brauchen wir Säfte. Weil nur der Saft bringt die Kraft, meine Lieben. Gut. Dann brauchen wir noch mehr Säfte. Okay. Dann brauchen wir Straße. Straße, Freund. Und weil die Straße freund, machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier eine Bushalte auf. Also eigentlich hier. Hier muss Bushalte her. So, hier machen wir das so. Und hier kommt dann die Straße rum. Oder auch nicht. Ist egal, Hauptsache die kommt hier irgendwo hin. Meinetwegen geht ihr auch hier rüber und schließt dann hier an. Da habe ich auch kein Problem mit. So. Und jetzt gehen wir von hier aus runter. Und das können wir jetzt vergessen erstmal. Verdammt. So. Der Vorteil an dieser ganzen Geschichte ist, hier drüben ist die Tanke. Und an der Tanke hängt schon Strom. Aber halt nur ein ganz leichter Strom. Kleister. Und das können wir wahrscheinlich hier voll vergessen, oder? An, was haben wir denn hier? 0,65... Alter, das kannst du in der Pfeife rauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier Vollgas brauchen. Okay, und die geht halt dummerweise. Diese ganze Stromtrasse, die hier lang läuft, kannst du komplett abreißen, weil die geht hier nämlich bis zum Hauptschalter rein. Die bauen wir komplett neu. Oh nein, aber nicht in der Dunkelheit. Oh Gott! So, hier auch nochmal ein Verteiler. Einmal Strom, einmal Strom. Wo müssen wir hin? Falsche Richtung. Hier ist gut. So, Bau. Top, 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 top. Schaut gut aus. Hier raus. Hier rein. Okay, dann haben wir das eigentlich ganz gut gemacht. Das Ding können wir uns eh nicht leisten. Aber Tausender haben wir immer. Puh. Okay, das geht auch. Okay, go, go. So, Strom ist da. Tanke läuft wieder. Schön. Okay. Wer freut sich auf die Arbeit in der Uranmine? In Tabovina Uranium Mine. Schön. Tabovina Processing Plant. Schön. Auch gut. Gut. Jetzt mal gucken, mal blöde gefragt. Ist hier ein Baubüro? Nee. Das habe ich leider befürchtet, dass hier kein Baubüro ist. Das habe ich leider befürchtet, weil dann, das ist nämlich schon so weit weg, dass hier die Baubüros nicht mehr arbeiten. Es ist zu weit weg. Das heißt, hier müssen wir noch einfach bis zum letzten Ende müssen wir hier durcharbeiten. Gut, dann können wir das hier wegmachen. Das ist okay. Okay, jetzt müssten natürlich hier auch wahnsinnig viele Fahrzeuge erstmal hier Kies abholen. Dann kriegen wir wenigstens den Stau hier gelöst, ha? So, hier fahren jetzt wahrscheinlich ganz viele Kipper hin, weil jetzt muss unfassbar viel Kies muss geholt werden. Aber solange das hier so langsam und gemütlich läuft, bin ich eigentlich gar nicht mal so böse, ne? Weil wenn so viele auf einmal kommen, dann staut sich das immer wie doof.
So. Genau. Das läuft dann. So. Was ich auch noch bei Gelegenheit machen wollte, einfach weil ich es noch nie gebaut habe, ist eine Umweltüberwachungsstation. Das haben wir noch nie gebaut, das Ding. Kein Mensch weiß, was das bringt. Was kostet das? 1300. Wir nehmen es mal mit und lassen es mal bauen, bis nur noch elektronische Komponenten erforderlich sind. Das wird wahrscheinlich auch den meisten Preis ausmachen. Okay. Okay, also hier ist tatsächlich gut Fahrt, ne? Hier sind auch mal mehr Leute, also das klappt auch gar nicht so schlecht. Ich reduziere mal ein bisschen den Ansatz hier noch, weil es so langsam kommt alles. Hier können 140 Leute arbeiten. Wahnsinn. Jetzt haben wir Ziegel tatsächlich ohne Ende, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Meine Lieben, wir schauen mal. Also, hier geht es mittlerweile auch weiter. Hier fehlen nur noch die letzten 5 Meter und das ist auch fertig. Und jetzt gucken wir mal, weil hier ist nämlich komplett leer, ne? Das ist eher so der Fall dafür. Hier ist 0% Aussaat. Das bedeutet, auch hier werden wir mal hergehen und werden uns mal ganz kurz für die Aussaat vielleicht einen neuen Traktor holen. So, damit die Aussaat besser geht. Wachstum 100%. Der fährt hier oben rum. So. Dann schmeißen wir den hier mal weg. Da haben wir jetzt den besseren Trecker hier. So. Wir haben zweimal den. Dann hole ich mir jetzt für den hier trotzdem nochmal einen schönen geschlossenen LKW mit ordentlich Ladefläche für viele Pflanzen. Okay, ich brauche irgendwas, was möglichst mehr Pflanzen halt kann. Also gibt es echt schöne Sachen, aber der beste war immer noch der hier mit den 10 Tonnen. Gönnen wir uns. Der fährt auch wahrscheinlich sofort los. Ne, nicht mal. Und dann holen wir uns nochmal einen Ernter. Da haben wir auch noch die alte Maschine. Aber ein zweiter Ernter wäre vielleicht hier gar nicht mal verkehrt. Der rumpelt nämlich auch gleich los. Kann er auch, ja, weil hier haben wir ja jetzt im Prinzip 1, 2 Felder, die gerade noch bearbeitet werden. Und irgendwo ist einer, der gerade erntet. Aber das merkst du fast gar nicht. Das muss der hier oben sein. Also hier ist der Erntefortschritt eher mager. Mal gucken. So. So. Schauen wir mal. Mittlerweile ist das mit den Tieren hier auch ein Problem, weil die zu wenig Essen kriegen. Hier haben wir das Problem. Kein Essen da. Ich würde jetzt ganz gerne hier auch nochmal weiter erweitern. Einfach weil die Aussaatgeschichte immer länger dauert. Dann können wir nämlich hier anfangen und gehen hier einfach durch. Denn machen wir hier folgendes, dann werden wir hier nochmal schauen, wie schaut es hier aus. Geht so. Den kriege ich hier nicht rein, ne?
Nee, das ist halt einfach viel zu hart steil. Aber hier können wir noch was machen. Okay. Nee, ist schade. Das wäre jetzt mega gut gewesen. Das hilft halt alles nichts. Wir machen halt hier noch ein bisschen was, damit wir einfach mehr Möglichkeit haben, hier noch mal ein bisschen Ernte zu bekommen. Und wenn alle Stricke reißen, können wir hier oben noch weiter erweitern. Also da geht auch noch mal Platz rein. So. Okay. Lassen wir mal gucken. Ich bin der festen Überzeugung, dass das hier ganz gut läuft. Ja. Ich bin der Überzeugung, das läuft ganz gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für die Essensproduktion ganz gut geht. Weil wir kriegen nämlich jetzt tatsächlich auch genau wieder das rein, was ich eigentlich die ganze Zeit schon gehofft habe. Ja, wenn wir uns dieses Jahr, wir haben jetzt fast Dezember, warte mal kurz, ich muss mal langsamer machen. Wir haben jetzt Dezember, schaut euch mal unsere Bevölkerungsentwicklung an. Wir waren auf dem Weg zum Bauchplatscher, ja, und haben quasi dann nochmal die Kür geschafft, ja. So, wie schaut es jetzt hier aus? Hier haben wir dreimal Wachstum, auch hier werden wir einen neuen Drescher brauchen. Oder, was ist denn da der Unterschied bei den Dingern? 77 kW Motorleistung. Ernte Stufe 30, Stufe 28. Der ist halt ein Ticken schneller. Okay. Wir geben hier bei der Essensgewinnung noch ein bisschen nach. Hier schaut es gut aus. Hier ist alles ausgesät, was so dranhängt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass am Anfang hier einige Fahrzeuge erstmal tanken mussten. Das dauert dann auch. So. Schauen wir mal hier. Ach, guck mal, hier kommt auch. Jetzt fangen sie an. Ja, okay. Also, das braucht natürlich eine ganze Weile, bis das läuft. 400. Ja, okay, wir produzieren wie blöd. Also, Produktion läuft. Hart am Dreieck. Wie schaut es hier aus? Ah, okay. Hier müssen wir fertig bauen. Weiter kommen wir nicht, weil uns mechanische Teile für den Bau fehlen. Lass mich mal ganz kurz was schauen. Eisenbahnfertigungslinie. Dry Dock. Alter. Lager für Fahrzeuge. Ach krass. Autohändler. Nee, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Verbrauch bei maximaler Produktion Stahl. Ja, okay. Alles klar. Sind wir raus, ne? Wir brauchen... Also, entweder wir bringen jetzt... Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt Folgendes. Das Ding, das da, ja komm. No way. Aktuelle Verschmutzung anzeigen. Ach guck mal, hier ist voll die Verschmutzung. Ja mega. Aber hier in der Stadt? Das weiß er nicht mehr. Hier ist auch nicht so Verschmutzung. Hier, voll übelste Verschmutzung hier. Krass. Okay. Das finde ich ja gut. Da war das Ding mit dem Geigerzähler. Schön. Jetzt weiß ich auch, wofür die Umweltstation ist. Finde ich großartig. So, wir holen uns jetzt mal unsere zwei Baubüros, die hier hinten wahrscheinlich gerade hart zu tun haben. Und gehen jetzt mit denen hier vor. Und planen... Achso, die sind noch nicht fertig. Hier fehlt sogar noch Kies. Dann machen wir fertig.
Gut, weiter geht's. Hehe, schade. So, okay. Und dann fangen wir mit dem Ding an. Auch hier werden wir unfassbar viel brauchen. Also so oder so werden wir das Ding... Das ist halt super, super, super teuer, was wir hier machen. Und das Ding... Das ist gar nicht mal so teuer, ne? Dieses Processing-Plant ist geschenkt. 20.000. Schnäppchen, meine Lieben. Absolut pures Schnäppchen. Aber das Ding ist... Diese Mine ist super teuer. Die Frage ist, kriegen wir da so schnell so viel raus, dass 1.200 Rubel bei rumspringen, wenn wir das Zeug verarbeitet haben? Der Vorteil ist, wir fahren halt von hier raus und fahren das bis hier rüber und dann können wir es verkaufen. Das geht super schnell. So, gucken wir doch nochmal hier, was haben wir denn überhaupt? Ich kann das leider dieses Fenster nicht wegziehen. Ich würde das gerne mittig mal haben. Also, wir haben den ersten Kredit, würde ich sagen, schon mal, da ist nochmal ein gutes Jahr rum und dann ist der fort. Würde ich vorschlagen. Ne? So ein gutes Jahr, 213.000 haben wir schon bezahlt. Wir zahlen teilweise Kredite mit Krediten ab und solchen Geschichten. Da bin ich eigentlich eher nicht so Freund von. Naja. Der Vorteil ist, wir sind, wenn das fertig ist, produzieren wir halt ein unsagbares Plus an diesem Export. Weil das halt so wertvoll ist, das Zeug. Und wenn ich jetzt mal gucke, lass uns mal ganz schnell was schauen. Wenn wir uns das hier angucken, ja, das Uranerz 36 Rubel für die Tonne, 1300 für die Tonne kriegen wir bei Oxid. Und jetzt will ich mal gerade am gucken. Ich sehe allerdings nicht, wenn wir das weiterverarbeiten, ob wir da mehr bekommen. Nein, zumindest hier nicht. Das heißt, das ist schon das Endprodukt, was wir hier bauen. Ist natürlich auch spannend, ne? Ich würde vorschlagen, also wenn das eh schon so teuer ist, dann machen wir halt so viel wie möglich, was da reingeht. Den ersten Bauabschnitt schließen wir ab und sollen die halt so viel hinladen, was halt möglich ist. Und dann gucken wir halt uns die ganze Geschichte beim nächsten Mal an. Wir machen sogar gerade Plus. Das Jahr ist gut für uns. Was hat das letzte Jahr uns gebracht? 500.000 Minus. Ist nicht so gut. Aber jetzt aktuell machen wir Plus. Unsere Einnahmen sind halt enorm, ne? Muss man vorstellen, was wir an Geld bekommen würden, wenn wir dermaßen viel Strom an den Osten verkaufen würden. Wenn wir hier noch mehr Stromleitungen ziehen würden und quasi mehr Städte. Wir können ja theoretisch hergehen und dann hier rüber zum Beispiel noch Strom legen. Hier könnte man einmal Strom anliefern. Für jeden mit so einer eigenen Hochspannungsleitung. Hier nicht. Hier kannst du keinen Strom anliefern. Das ist ja krass. Und hier kriegen wir 1,3 raus. Also hier würden wir sogar mehr bekommen, glaube ich. Ja, die sind ein bisschen teurer hier. Kriegen wir aber nicht so viel für Vieh. Und hier ist die NATO. Die geben uns Dollaris. 1.700 Dollar. Ich werde verrückt. Ja, mal gucken. Ja. Da fließt das Uran, du. Was willst du machen? Ja. Gut. Aber, wie dem auch sei. Wie dem auch sei. Hier haben wir theoretisch zwei Konstruktionsbüros drauf. Die haben halt gerade mördermäßige andere Baupläne hier laufen. Ne? Hier laufen richtig große Baustraßen. Ne, auch hier, das ist alles super, super, super viel, was hier noch kommt. Also die sind gerade hier an mega, mega vielen Straßen beschäftigt. Aber, hier wächst gerade was. Aussaatfortschritt läuft auch gerade. Hier ist noch niemand. Aber gut, da ist die Straße noch nicht fertig. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Okay. Ja gut, damit kann ich leben. Hier ist die Wachstum auch noch nicht fertig. Das ist okay dann. Ne? Wie schaut's hier aus? Hier ist noch einer fertig. Lass mal ganz kurz was schauen. Interesse halber.
Okay. Also. Okay. Also, lass mal ganz kurz was schauen. Es liegt nichts an. Das bedeutet, wenn wir hier ein Wachstumsfeld haben, dann hole ich mir jetzt noch einen Drescher. So, dann ist jetzt das Feld auch noch in Arbeit. Weil hier liegt ja kein bisschen. Hier liegt 0,1 Tonne. Das bedeutet, wir brauchen hier haben wir zum Beispiel kein Problem mit LKWs, die abtransportieren müssten oder solche Geschichten. Ne? Der lädt jetzt hier auf, hier, der lädt das direkt in den LKW rein und fährt das dann als Abfahrer weg. Ja? Hier haben wir noch gut drinnen, aber es könnte mehr sein. Unsere Leute verbrauchen jetzt halt auch einfach mehr, weil wir mehr Mäuler zu stopfen haben quasi. Das ist natürlich so eine Sache. Unsere Bevölkerungsstruktur wird immer größer. Letztes Jahr, Entwicklung ist großartig. Dieses Jahr auch. Geht auch weiter, obwohl der Januar ist jetzt gleich durch. Wir haben 1192 Babys und 1655 Jugendliche. Null wohnt bei Mutti, aber das ist ein anderes Problem. So. Wir haben mittlerweile eine schöne Entwicklung bei 236 Universitätsabgeschlossenen. Und hier warten natürlich ganz, ganz viele auf Professoren. Es will natürlich jetzt gerade jeder studieren. Warte mal kurz. Zwergität. Oh nein, jetzt habe ich es falsch rumgebaut, ha? Huh? Das ist die Zwergität. Ist ja mega. Unsere Universität. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt die Sonne aufgeht, wie die Zwergität aussieht. Ich würde, also ganz ehrlich, ich wünschte mir, dieses Ding wäre beleuchtet. Ich wünschte mir, das Ding wäre beleuchtet. Die Zwergität abends. Okay, naja gut. Wie schaut es mit den Schulen aus? Ach, easy. Können wir sogar ein bisschen die Arbeitskräfte runterstunden. Brauchen wir gar nicht so viele drin. Schulen mega entspannt. Kindergärten total locker flockig. Auch hier. So, 10 konnten kein Krankenhaus besuchen. 21 konnten keine Kirche. Kirche ist zum Glück kein Problem. Erstmal kriegen die hier ein bisschen monumental. So. Hier kann man mal, bevor man auf dem Weg zum Kindergarten ist, fährt man hier mal vorbei und besucht mal einen kurzen Denkmal. Kann man machen. So, wenn dann machen wir jetzt hier, pass auf, so eine kleine Kirche, so eine Mini-Kirche kommt hierher. So, reicht. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Meine Lieben, das passt schon. Wie schaut's hier aus? Pah, mega, mega gut. Easy. Okay. Läuft. Okay. So. Also ich mache mir leichte Sorgen mit dem Essen, bin ich ehrlich. Brennerei ist okay. Essen hier schaut tatsächlich gut aus. Aber wir brutzeln hier halt unfassbare Mengen. Okay, die sind alle auch noch nicht fertig. Oder haben die auch Engpass? Da ist auch einer mehr fertig. Wobei das... Die haben auch tatsächlich drei... die haben vier Mähdrescher. Also ich glaube, da ist eher einer tanken gerade. Das Ding hier ist fertig. Ja, das wird ja gerade geerntet. Ah, okay, so ist das gemeint. Naja, gut, okay. Naja, gut, aber da wird auch sehr viel Kleinzeug parallel fertig. Wie schaut's hier aus? Okay. Wisst ihr was? Beim nächsten Mal geht's weiter. In diesem Theater. Ich bin raus, habt eine schöne Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Euer Zwerg! Auf! Zwergjubel! Fuß!
make it blank, 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 182. Lay around the house and daydream till the afternoon. Thinking about the times that we had when this was all that we knew. When this song was still new, when this all was still new.